fit wie Fernanda Brandão? Kein Problem. Wir haben die WM-Botschafterin und Fitnesstrainerin in Hamburg getroffen. Dabei hat uns die Brasilianerin erklärt, warum Sport so wichtig für sie ist, wie sie sich selbst motiviert und wie ihr selbst entwickeltes Fitnessprogramm Jinga funktioniert. Sport ist ein großer Teil meines Lebens, einfach weil ich mich dadurch wohlfühle, aktiver fühle, fitter fühle. Ich sage auch immer, Sport ist ein Energiekatalysator, egal wie schwer dein Tag im Büro war oder ob du Stress mit deinem Freund hattest oder was auch immer schiefgelaufen ist an dem Tag. Du gehst zum Sport und du fühlst dich danach immer besser, auch wenn der Weg dorthin echt mühsam ist. Aber ich habe da auch einen Trick, also wenn zum Beispiel gar nichts klappt und ich wirklich Mühe habe, aus dem Haus zu kommen, dann ziehe ich schon mal meine Sportsachen an. Mit allem, mit Schweißband, mit Haare, mit perfekt gestylt für das optimale Training. Und dann denke ich, es wäre zu schade, wenn ich jetzt hier auf der Couch liegen bleibe. Also muss ich raus. Ich muss mein Outfit sozusagen spazieren tragen. Was habe ich gemacht bei Jinga? Ich habe Capoeira-Elemente genommen, Fitness-Elemente und Tanzelemente. Habe sie zu einem Workout fusioniert. Wir starten mit der ersten Übung. Sie heißt Jinga und das ist der Grundschritt von meinem Workout. Du nimmst einen Schritt zur Seite und ziehst den Arm in einer runden Bewegung zur Seite. Dein Bein macht auch eine Halbkreisbewegung. Parallel, Halbkreis. Parallel, Halbkreis. Dein Arm ist vorne im 90-Grad-Winkel, der andere ist hinten lang. Zur Seite, eins. Zwei. Du siehst, mein Oberkörper ist nach vorne geneigt. Das heißt, ich habe viel unteren Rücken, Bauch. Also mein Core wird super gearbeitet. Und schnell sieht das Ganze so aus. Das ist die Jinga. Der nächste Move ist die Cocorinha. Cocorinha, nicht Caipirinha, aber sie bringt einen, glaube ich, noch viel schöneren Effekt. Du nimmst wieder einen Schritt zur Seite und dann schließt du die Beine, deine Handfläche berührt den Boden neben deinem äußeren Fuß und der andere Arm ist über deinem Kopf. Du gehst einen Schritt zur Seite und wieder tief in die Cocorinha. Wichtig dabei ist, dass deine Knie nicht über deine Fußspitzen gehen. Das heißt, schön im 90-Grad-Winkel, knieschonend und mit sauberer Technik. Seite tief, Seite tief. Man kann das auch mit der Jinga kombinieren. Ich mache eine Jinga, einmal tief, einmal Jinga, Cocorinha. Zur anderen Seite kann ich das genauso. Zack. Eins. Tief. Zwei. Tief. So, und das war Jinga mit Cocorinha. Jetzt machen wir einen Kick bzw. einen Angriffsmanöver. Und das ist Benção. Benção bedeutet auf Portugiesisch das Segen. Ich gehe zur Seite. Nach hinten. Ziehe mein Knie zur Brust, meine Fußspitze ist angezogen und ich strecke das Bein aus. Dann ziehe ich es wieder ran und setze es an der Seite ab. Nach hinten, ran, schieben, zusammenziehen, Seite. Zack, zack, ba und eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Macht eine kleine Pause, als ob ihr ein Foto machen wollt. Halten ist nämlich genauso gut für die Muskulatur. Von der Seite sieht das Ganze nämlich so aus. Ich neige meinen Oberkörper leicht nach hinten. Benção. So erzeugst du ein Gegengewicht. Zack. Und immer wieder schieben. Dumm. Eins, zwei, schieben. Eins, zwei, schieben. Bam, bam, bam. Und das ist Benção. Du hast jetzt Jinga Basic Steps gelernt. Und diese Schritte werden wesentliche Veränderungen in deinen Körper bringen, wenn du sie 2 bis 3 Mal in der Woche mit ein paar Wiederholungen ausübst.
Bald ist meine DVD draußen und du kannst dann das optimale Jinga-Training erleben und ausprobieren. Und dann später, wenn es fließend ist, sieht es ungefähr so aus.